Eine der ältesten Kulturlandschaften Deutschlands mit vielen Ideen und Innovationen. Das ist die Altmark. Wie viele innovative Ansätze und moderne Technologien wirklich in der Region stecken, veranschaulicht jedes Jahr das Altmark-Macher-Festival. Gemeinsam mit dem Altmarkkreis Salzwedel, dem Landkreis Stendal, der Geschäftsstelle Salzwedel der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, der IGZ Big Altmark GmbH und der Hochschule Magdeburg-Stendal führte die regionale Planungsgemeinschaft Altmark das diesjährige Festival am 20. Juni 2018 in Stendal durch. Gastgeber war die Hochschule Magdeburg-Stendal, die ihren grünen Campus als passende Location präsentierte. Insofern finde ich das auch tatsächlich, weil die Studierenden hier adressiert werden, werden interessiert bezüglich den unternehmerischen Möglichkeiten, entweder durch Jobs, durch Praktika-Angebote, aber auch durch Ideenaustausch. Und ich finde das eine richtig, aus meiner Sicht, sehr passende Location. Für die Besucher des Festivals wurde ein interessantes Rahmenprogramm geschaffen. Das diesjährige Festival stand unter dem Motto Wissens- und Technologietransfer. Passend dazu gab es vom Vormittag bis zum späten Nachmittag eine Kontaktbörse mit Unternehmenspräsentationen und Existenzgründermarktplatz. Unter dem Motto Wissenschaft trifft Wirtschaft präsentierten sich zahlreiche regionale Unternehmen und Gründer aus den Bereichen Handwerk, verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft. Auch die Universitäten und Hochschulen zeigten ihr Leistungsprofil. Das Altmark-Macher-Festival bot dadurch eine Gelegenheit für die Unternehmer und Wissenschaftler, sich zusammenzufinden und über neue, innovative Ideen und Projekte auszutauschen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser Unternehmen auch in Verbindung mit Wissenstransfer, mit Kooperation, mit Fachkräftebildung letztlich gestärkt werden können. Und da ist eine Rolle für die Hochschule genauso wie eine Rolle für die Unternehmen zu definieren. Um die in der Altmark beheimatete jüngere Generation für sich zu gewinnen, stellten viele Aussteller ihre Ausbildungsberufe vor. Zudem bot die Hochschule Magdeburg-Stendal einen Blick hinter die Kulissen. Im Audimax der Hochschule konnten die Schülerinnen und Schüler an einer Schülervorlesung teilnehmen. Dr. Stefan Menzler hielt den Vortrag Twitter, WhatsApp, Facebook und Co. Was ist erlaubt und was ist verboten? Durch die Vorlesung im Hörsaal konnten die Jugendlichen einen ersten Eindruck vom Studium und vom Studienort Stendal bekommen. Darüber hinaus gab es von Sebastian Stoll, dem zweiten Beigeordneten des Landkreises Stendal, für die Besucher eine Präsentation des ersten Rückkehrertages. Neben der Präsentation fand anschließend eine Podiumsdiskussion zum Thema Wissens- und Technologietransfer als Innovationstreiber im ingenieurwissenschaftlichen Bereich im Audimax statt. Diese Diskussionsrunde wurde gemeinsam durch die IHK Magdeburg und die Hochschule Magdeburg-Stendal organisiert und durchgeführt. Zu den Teilnehmern gehörten Dr. Jürgen Ude, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, Professor Dr. Annele Kie, Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal, Professor Dr. Volker Roland, Rektor der Hochschule Harz, Dietrich von Gruben, geschäftsführender Gesellschafter der DEBA Badsysteme GmbH, Diplom-Wirtschaftsingenieurin Bianca Zorn, Geschäftsführerin von Zorn Instruments GmbH und Co. KG und René Schof, Ausbildungsleiter bei der Avacon Netz GmbH. Die Expertenrunde lieferte weitere interessante Erkenntnisse über die wirtschaftlichen Perspektiven der Altmark. Also natürlich gibt das Land viele Rahmenbedingungen, dass wir versuchen, das zu tun. Aber letztendlich muss auch der Unternehmer attraktiv werden. Das weiß die IHK natürlich ganz genau. Und da machen die Unternehmen auch schon sehr viel in der Altmark. Weil sie es wissen, dass sie im Grunde genommen den Nachwuchs brauchen, engagieren sich natürlich hier. Eine Möglichkeit, die wir hier heute haben, ist natürlich die Hochschullandschaft. Das ist ja nur eine Möglichkeit. Und das sind die Instrumente, die wir hier versuchen zu schaffen, dass wir hier die Rahmenbedingungen organisieren, dass die Unternehmen davon auch profitieren können, von den Ausbildungsplätzen, die wir hier haben. Inmitten des Altmark-Macher-Festivals waren als regionaler Partner auch die Wirtschaftsjunioren vertreten. Sie wissen, wie wichtig so eine Veranstaltung für die Region Altmark ist und haben gemeinsam mit der IHK Magdeburg eine Business Lounge organisiert. Wir Wirtschaftsjunioren sind ja selber sehr daran interessiert, das Netzwerken zu nutzen. Und das Altmark-Macher-Festival ist im Prinzip auch ein wunderbares Netzwerk geworden über die letzten Jahre. Wird auch immer besser angenommen von Unternehmern wie von Gästen.
Und größere Netzwerke in der Altmark sind das, was wir hier brauchen. Und deswegen ist es für uns sehr schön zu sehen, dass es auch über die Wirtschaftsunion hinaus dieser Antrieb zum Netzwerken gerade hier so schönen Aufschwung findet. Das alles machte das Altmark-Macher-Festival 2018 zu einer runden Sache für Unternehmer und Interessierte und zu einer guten Basis für das nächste Jahr.